Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Delicious Emily's Miracle of Life. Ja, jetzt hier mit Zwillingen unterwegs und wir gehen direkt in Level 55, Babybeschäftigung. Paige ist überglücklich, glücklich mit so vielen Kindern, die im Zimmer herumtoben. Achte auf ihre Wünsche. Auf Paige ihre Wünsche oder? Naja, werden wir jetzt sehen. So, Schokosahnekuchen. Aha. Mit Sprühsahne. Na dann. Okay, komm her. Los geht's. Ach, Leute. Ach, du meine Güte, die sind ja zuckersüß. Das ist Elaine. Und das ist Jackson. Wir dachten, dass die vier perfekt zusammen spielen können. Zwei Jungen und zwei Mädchen. Na klar doch. Kann ich sie mal halten? Ich habe mittlerweile Übung darin. Mama! Wie viele Babys hattest du denn bekommen? Ja, hat sie jetzt nicht unrecht, ne? Man muss ja mal fragen. Höre Paige zu. Ach, okay. Okay, wie oft müssen wir das machen? 2, 4, 6, 8. Okay, okay. Nee, willst nicht mehr nachfüllen? Oh, ich habe ein 5er-Tablett. Ich habe ein 5er-Tablett. Oh Gott, und da ist ja auch was Neues. Ich werde irre. Dauernd ist hier was Neues. Wir gehen mal direkt zu Paige. So viele Babys! Kann hier noch jemand was bestellen? Ja, das war so klar, dass ihr ausgerechnet hier so einen blöden Keks haben wollt. So, jetzt bringe ich den erstmal darüber, dann bringe ich den hier zu euch. Ich bereite mal einen Keks vor, jetzt kann ich das ja vielleicht. So. Angela, warum dauert das hier so lange mit dem Wasser? Kümmerst du dich um alle? Und jetzt habe ich die Maus auch noch gehört. Da ist die Maus. Okay, jetzt konnte ich leider nicht lesen, was da stand. Aber nun gut. Okay, heute sind hier anscheinend alle auf Wasser. Eieieiei. Ja, François, geh mal los. Warum dauert denn das so lange, Mensch? Träum doch bitte nicht. Pling. Da kam doch so eine Münze, so pling. Wie heißt der denn? Ja, ich muss hier leider jetzt ein bisschen gucken. Ihr müsst es leider ein bisschen selber lesen. Ach, Manu, was ist hier mit euch? Ihr bestellt dauernd alle dasselbe. So, das da hoch, das da hin. Ja, wie heißt der denn jetzt? Ach so, Jackson und hab ich vergessen. So, das und das. Keks habe ich dabei, sehr schön. Schmeißen wir gleich nochmal einen Keks rein. Antonio, du gehst mal dahin. Natürlich, ihr wollt ausgerechnet den Keks, den ich als Vorrat haben wollte. Ihr mögt mich ja alle nicht, oder? Paige und Iris? Elaine. Ah ja. Das lenkt mich gerade total ab da mit Paige. So, hier kassieren, da aufräumen. Hier eine Karte und Wasser brauchen wir hier. Okay. So, ja, dann wirst du halt mal direkt kassiert. Antonio, warst du schon hier unten? Wow, Babys schlafen aber viel. So, das ist dann für dich. Jetzt warte mal. Du möchtest das und was noch? Das hier, okay. Dankeschön. Und ich mache gleich wieder einen Keks rein. Oh, warum hast du ihm das nicht gegeben? Habe ich falsch geklickt? Ach Mann, Alter, was wollt ihr denn jetzt hier von mir? Ich habe den falschen Kuchen für ihn, kann das sein? Warte mal. Werde ich den trotzdem los? Das ist jetzt die Frage. Ja, bin ich losgeworden. Moment. Das, 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 das und dann die Sahne drauf. Oder ja, nun guck doch nicht. Oh. Zieh doch nicht so ein Gesicht. Das und das. 1, 2, 3. Oh Gott, ey. Das und das. So, warte mal. Für wen war das jetzt? Für dich, ne? Und das für dich. Und Paige möchte auch etwas. So, das und das. Jetzt habe ich da irgendwas vergessen, ist klar. So, nochmal das, das und das Rote und den Keks. Okay, ja, 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 ist doch gut, Freunde. Regt euch nur nicht auf. Boah, das ist super kompliziert hier. Ich brauche Waffeln. Angela, Manu,
Da wird mal aufgeräumt. Das, das und das. Das nochmal. Boah, ist das fies, ey. Alter Schwede. So, wir brauchen das zweimal und den Keks habe ich dabei. Paige. So, dann rennen wir mal nach hier unten. Ja, jetzt habe ich natürlich keinen Keks. Keks rausholen, auf ihn warten. Boah, ist das schwierig hier. Weil wir einfach so viele Sachen haben, die wir kombinieren können. So, ich brauche schon wieder einen Keks. Warte mal, dann brauche ich das so. Ich hoffe, ich habe da jetzt alles. Warte mal, ich brauche noch einen Keks. Hier wird aufgeräumt. Passt das jetzt hier mit denen, was ich hier mache? Ich bin total überfordert gerade hier. Okay, hat gepasst. Wunderbar. Wir haben den Stern und die Maus. Ja, leider konnte ich... Ach, Paige habe ich vergessen. Kann das sein einmal? Oh Gott. Oh, bitte nicht, ey. Komm, Paige. Sag noch was. Hier, wir räumen schon mal hier auf. Komm schon, Paige. Ich warte. Ich bin da knallhart. Vielleicht entschließt sie sich ja doch mal, was zu sagen. Ich hasse es, wenn das so abgezählt ist. Antonio, geh mal hier runter. Wir werden die ein bisschen aufheitern. Eigentlich sollte ihr Herz doch dann auch wieder... Jawohl. Dann kommt das Trinkgeld wieder. Och, Paige, bitte, Kind. Oh, warum nicht? Okay, Paige möchte nicht mehr. Ach Mann. Irgendwas klappt hier immer nicht, ne? Ach, na gut. Dann werde ich Paige noch ein anderes Mal befragen. Verdammt. Endlich ein Moment Ruhe. Meine Familie muss sich ja sehr über vier Babys freuen. Süße, apropos überglücklich. Hast du gesehen, wie oft dein Video angeklickt wurde? Es gibt tausende Kommentare, die meisten von Müttern wie uns. Sie lieben dich mehr wie Mäuse den Speck. Du musst sie dir unbedingt durchlesen. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Ich muss das Video wirklich löschen. Oh, aber das darfst du nicht. Es ist so, so echt. Das bist du. Ich weiß nicht recht, wie ich das verstehen soll. Weißt du, ihnen gefällt, dass du authentisch bist. Kein TV-Star mit Millionen und perfekten Zähnen. Was stimmt denn nicht mit meinen Zähnen? Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ich werde niemals damit aufhören, Kochvideos zu machen. Aber wann und wie ich es will, an erster Stelle stehen die Kinder. Ach ja, Kind, was stimmt denn mit deinen Zähnen nicht, ey? So, die nächste Herausforderung. Frische Produkte, heute ist ein sehr warmer Tag. Serviere Produkte so schnell wie du kannst, bevor sie verderben. Alter, das wird ja hier immer schwieriger. Ich bin immer so froh, wenn ich das ein bisschen auf dem Tablett lassen kann, um dann eine Kombo zu machen. So, wir kaufen, warte mal, wir können beides kaufen, ne? Ja, sehr schön. Machen wir das auch. Jetzt haben wir die Maus noch. Ach, hier, das auch noch. Ach, Mann. Das dachte ich schon, wir wären hier fertig, aber nein. Na gut, dann, ja, serviere die Produkte, bevor sie verderben. Ach ja, das kann ja ein Spiel... Oh, hier ist ja wieder was Neues. Ich krieg einen Schreikram 4. Wir kriegen hier noch grünes Eis, ne? Ach, Manu, das Wasser kann aber eigentlich nicht verderben, oder? Jetzt muss ich erst mal gucken, wann das verdirbt. Oh, das läuft, da läuft die Zeit ab, alles klar. Oh, shit, ey. Oh, shit, kann ich da mal sagen. So, dann brauche ich das noch. Und da haben wir auch noch neue Zuckerwatte. Alter, das klappt doch nicht. Wie soll ich denn das machen? Habt ihr gesehen, wie schnell das runtergerannt ist gerade? Kann ich ja noch nicht mal eine Viererbestellung gleichzeitig abgeben? Oder wie oder was? Oder was soll mir das sagen hier?
So, François geht da mal aufräumen. Und Antonio schicken wir mal hier runter. So, dann brauchen wir den Keks. Ja, dann kann ich auch keinen Keks vorbereiten in meinem Inventar, oder? Nee, das packe ich nicht. Die Sahne und das für dich. Da wird aufgeräumt. Ach, und da stapeln sie sich schon da hinten an der Tür. Ja, dann kommt mal alle rein, kommt mal alle rein. So, Antonio, du gehst mal dahin. Und einen Keks brauche ich. Kann ich denn jetzt das hier mitnehmen für Emily? Na, ich mache einfach mal, damit ich wenigstens irgendwie mal ein bisschen Kombo habe. Ja, ich komme gleich zu euch darunter. So, zweimal das, einmal das für euch, bitteschön. Dann einen Keks in den Ofen und ein Wasser holen. So, dann bringe ich das zu euch. Ja, noch ein Keks. Zweimal Zuckerwatte. So, Keks holen, Angela. Die Zuckerwatte. Noch ein Deckel drauf. Okay, dann ist das für dich. Waffel da rein, drei Kugeln und noch eine Waffel da rein. Ja, dann kann ich jetzt erstmal gerade nur Kassenkombos versuchen. Also das läuft mir irgendwie zu schnell ab da oben. Da kriege ich ja echt Panik hier. So, Omi, was möchtest du? Oh, die verlieren doch alle schon ihr Herz wieder. So, Angela, du machst das super. Komm her, bring ihr das. Okay. Okay, okay. So, Waffeln auffüllen vielleicht. Und Keks in den Ofen. Das und das. So, dann ja, bringe ich dir das direkt. Noch einen Keks in den Ofen. Du möchtest dieses Ding. Okay. Komme ich da zu dir hoch? Ja, ich muss mich jetzt hier oben konzentrieren. Was wollen die denn da unten gleich? Zuckerwatte, Kuchen und Eis. Okay. So, Zuckerwatte, Kuchen, Eis. Zuckerwatte abholen für euch. Nochmal Zuckerwatte und einen Kuchen mit Sahne hier drüben. Okay, das. Sahne oben drauf. Das. Sahne oben drauf. Und das ist dann für dich. Das kommt in den Ofen. Die Zuckerwatte. Huiuiuiui. So, das ist dann für dich. Das mit Sahne. Na. Deckel oben drauf. Sahne drauf. Das ist für dich. Hier wird aufgeräumt. Da wird auch aufgeräumt. So, hier kassieren wir noch hinterher. Okay, Waffeln auffüllen. Wasser. Okay, aber wir... Oh ja, ziehen, entschuldige. Wir haben den zweiten Stern. Alles ist gut. So, du möchtest einen Keks, das mit Sahne. So, warte. Dann ist das für dich. Hier wird kassiert Wasser. Das ist für dich. Bitte schön. Ja, Antonio, es tut mir ein bisschen leid. Oh Gott, geschafft. Wenigstens das. Alles klar. So. Wasser habe ich dabei. Dann ist das für euch. Es ist für euch. Ja, Antonio steht da ein bisschen im Weg. Oh, wir haben den goldenen Stern, sehe ich gerade. Das ist ja sehr schön. So, das und das. Zweimal Wasser. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass ich das hier hinkriege. Schön, da freue ich mich. Boah, das war ein bisschen anstrengend. So, François geht da aufräumen. Wir warten hier noch auf euch. Antonio, möchtest du vielleicht nochmal hier runter? Gott, der Hase guckt aber auch ein bisschen traurig da an der Ecke, ne? Okay, super. Hat geklappt, hätte ich nicht gedacht. Weil viele Kombos hatte ich jetzt nicht dabei, außer an der Kasse, ne? Schön. So, und Level 56 machen wir natürlich auch noch. Der Mann hinter dem Clown. Bonzo ist wieder zurück, aber dieses Mal steht Emily seinen unorthodoxen Ansichten offener gegenüber. Okay. Das finde ich schön, der ist nämlich lustig. Dr. Bob! So, Schoko-Cupcake.
Nee, es war eine Prüfung, ne? Ja, alles wird gut. Ich vergesse das immer, dass es in der Prüfung kein Geld gibt. Naja. So, dann wollen wir mal sehen, Dr. Bonzo. Dr. Bonzo, ich wollte mich bei Ihnen für die Atemübungen bedanken, die wir neulich gemacht haben. Die waren ganz toll mit der Trompete. Die haben sich als sehr nützlich erwiesen, als ich kürzlich in meiner Küche entbinden musste, während eines Livestreams übrigens. Ich wollte mich auch dafür entschuldigen, dass ich so unhöflich war. Es tut mir sehr leid. Wie war nochmal Ihr Name? Emily O'Malley. Es tut mir leid. Sie müssen mich mit jemand anderem verwechseln. Mein Name ist Dr. Goldman. Allerdings kann ich natürlich gerne Dr. Bonzo für Sie ausrufen lassen. Er ist ein sehr guter Freund von mir. Vielleicht sollten wir ihn lieber allein lassen. Nur ein Spaß. Dr. Bonzo, zu Ihren Diensten. Entschuldigung, angenommen. Er schafft es doch immer wieder. Der ist super. So, keine Prüfung hier diesmal. Ja, aber das finde ich super. Dann gehen wir erstmal auffüllen. Dann machen wir hier mal so ein paar Wassergläser vorbereiten. Ah, so, und dann geht es da oben los. 1, 2, 3 Eis mit Waffel und hier oben die Zuckerwatte. So, das bringe ich euch auch direkt. Emily guckt schon wieder, als ob sie gleich was möchte. So, warte, ihr wollt Eis. Ihr wollt das, ihr wollt hier hinten diesen Kuchen. Okay, und Emily möchte das Fläschchen, alles klar. Angela muss hier ganz schön schuften, ne? So, hier wird mal aufgeräumt, okay. Da ist die Maus im Eis. Also ich weiß ja nicht, ob das so hygienisch jetzt war. Komm, wir kommen kassieren. Das dauert hier alles zu lange. So, Keks in den Ofen. Das brauche ich. Keks raus. Und du möchtest das und das. Und das. So, für dich. Und hier unten zwei Eis mit Waffel für dich. Alles klar. Ja, jetzt habe ich Vito, glaube ich, an einen Tisch geschickt, der gleich geht, ne? So, warte mal, ich hole das und das. Und das Babyfläschchen nehme ich auch mit. Dann wird hier kassiert. So, und schön die Flasche halten, ja. Und nochmal Bäuerchen, Rülps, alles klar. So, den Cupcake und hier unten habe ich irgendwas vergessen. Das ist schlecht. So, dann machen wir das jetzt und schicken Antonio mal gerade nach hier hinten. Und ihr wollt die Kombination und die Kombination. Du möchtest die Kombination und eine Karte. Okay, ja, jetzt habe ich hier einen Kuchen übrig. Okay, da kommt raus. Du möchtest das und das hier. Hier wird aufgeräumt, da wird aufgeräumt. Also hier hinten dieser Kuchen, der hat es ganz schön in sich. Da muss man ganz schön gucken. Füll mal hier auf, Angela. So, einen Keks. Keks raus. Okay. Ein Eis mit zwei Kugeln hiervon. Das da oben. Das ist dann für euch beide. Dann brauche ich das. Ich brauche das. Und Emily möchte das Fläschchen. Alles klar, bringe ich dir. Und ja, Nuckel, 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 Nuckel. Sehr schön. Und Bäuerchen. Okay, fein gemacht. So, Antonio, du kannst mir hier runterkommen. Ich mache den Keks da rein, nehme mir das. 1, 2, 3 Kugeln Eis. Keks da raus. Da könnte ich, ne, das ist ein Vierertisch. Ne, ne. 1, 2, das mit Sahne. Und ein Eis für die Kids. Okay, hier fülle ich auf. Da könnte ich auch mal auffüllen, gerade ein bisschen.
So, dann nehmen wir das gleich mit dem Cupcake. Und was möchtest du? Du möchtest das und zweimal da oben die Zuckerwatte. Ja, Kind, ich bin unterwegs, du musst kein Herz verlieren. Ich bin doch schon so gut wie da. Hier den Keks rein, hier wird aufgeräumt, da wird aufgeräumt. So, Keks ist fertig für dich, bitteschön. Heieieiei. So, Emily denkt schon wieder. So, wir brauchen das, das, das und das. Und die Blume für euch da oben. Okay, ich komme. So, schön einmal mit der Rassel. Dann hoch das Baby. Und noch eine Runde wiegen. So, und dann rennen wir mal schnell hier zur Kasse, denke ich. Sonst muss er so lange warten. Das ist dann auch doof. So, was möchte denn der Opi hier? Na, junger Mann? Du möchtest das und ein gemischtes Eis. Sehr gerne. Kommt sofort. Ihr wollt hier den Kuchen und das wollt ihr. Bring ich euch direkt. Antonio, du gehst mal hier hoch. Traubengelee. Ach so, das ist Orange oder so. Orangengelee. Okay. So, warte. Das und das. Alter Schwede. Das und den Cupcake kriege ich auch noch drauf. Sehr schön. So, hier wird aufgeräumt. Hier die Kombo. Oh, ich habe schon wieder 3 Sterne. Ich krieg das überhaupt nicht mehr mit, ne? Wann ist das passiert eben? Bin so hier hinten mit diesem komischen Kuchen beschäftigt, dass ich hier alles andere völlig ausgeblendet habe. So, aufräumen, kassieren, sehr schön. Boah. Fein, ich freue mich. Alles geschafft, sehr schön. Aber es war auch gut, dass keine Prüfung mehr dabei war, ne? Meine Damen, ich muss mich leider verabschieden. Es sind mehrere Neuzugänge auf der Entbindungsstation eingetroffen. Gute Frau, wann waren Sie das letzte Mal bei Ihrem Arzt? Erst letzte Woche. Warum? Ihr Teint. Wann hat was? Oh nein, bloß nicht Dr. Bond. So aus. Das war jetzt zu schnell weg. Da konnte ich gar nicht lesen. Was hat er denn da gesagt gerade? Ich habe das nicht weggeklickt. Wer war das denn? Oh, er ist nur ein Klau... ehrlich gesagt, er ist einer der besten Ärzte, die ich je hatte. Wirklich? Wie heißt er denn? Nun, wenn du an deinem großen Tag hier ins Krankenhaus kommst, dann frag einfach nach Dr. Bonzo. Oh, super, danke. Ich glaube, Emily hat das jetzt ehrlich gemeint. Ja. Oh. weil... Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, im ersten Moment hätte es auch so ein bisschen Gehässigkeit sein können, ne? Aber nein, das hat sie schon ehrlich gemeint, glaube ich, dass er ist ein guter Arzt. Ihr Lieben, ja, Level 57 steht an, machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und bis dahin, eure Trin.